Hui, wo kommen denn so viele Schneeflocken her? Und wer ist das Mädchen, das von oben bis unten mit Gold bedeckt ist? Schau genau zu, dann erfährst du's. Es war einmal eine Witwe. Sie hatte zwei Töchter. Die eine war schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Die Mutter aber liebte die hässliche und faule Tochter mehr, weil es ihre eigene Tochter war. Und weil die schöne und fleißige Tochter nur ihre Stieftochter war, musste diese die ganze Arbeit erledigen. Jeden Tag musste sie zum Brunnen gehen und spinnen. Als sie einmal so viel arbeitete, dass ihre Finger bluteten, wollte sie die blutige Spule waschen. Da fiel ihr die Spule in den Brunnen hinein. Es weinte, lief zu Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Sie schalt es aber heftig und sprach: Du hast die Spule herunterfallen lassen? So hol sie wieder herauf. Da lief das Mädchen zum Brunnen zurück und sprang hinein. Dabei wurde es ohnmächtig. Als das Mädchen wieder aufwachte, lag es auf einer wunderschönen Blumenwiese. Das Mädchen ging ein Stück und kam zu einem Backofen voller Brot. Das Brot rief: Ach bitte, zieh mich raus, sonst verbrenn ich. Ich bin schon längst ausgebacken. Da trat das Mädchen an den Ofen, holte das Brot heraus und legte es vor den Ofen. Dann ging es weiter und kam zu einem großen Apfelbaum. Der Baum war voller Äpfel und rief: Ach bitte, schüttel mich, meine Äpfel sind schon lange reif. Da rüttelte es kräftig am Baum, sammelte die Äpfel auf und ging weiter. Endlich kam das Mädchen zu einem kleinen Haus. An einem der Fenster blickte eine alte Frau heraus. Das Mädchen bekam Angst, aber die Frau sagte: Hab keine Angst, bleib bei mir. Wenn du fleißig bist und mir hilfst, so soll es dir gut gehen. Du musst nur die Betten gut aufschütten, so dass die Federn fliegen. Dann schneit es auf der Welt, denn ich bin die Frau Holle. Und weil die Alte so nett war, verlor das Mädchen seine Angst und blieb da. Das Mädchen war fleißig und half Frau Holle bei allen Arbeiten. Und jeden Tag schüttelte es das Bett, bis die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Frau Holle war sehr zufrieden und das Mädchen hatte ein schönes Leben bei ihr. So lebte es einige Zeit bei Frau Holle, da wurde es seltsam traurig und wusste anfangs selbst nicht warum. Endlich merkte es, dass es Heimweh war und wollte nach Hause. So sagte es zu Frau Holle: Ich sehne mich nach meinem Haus und wenn es mir auch so gut hier unten geht, so kann ich nicht länger bleiben. Ich muss wieder nach Hause. Da sagte Frau Holle: Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause willst und ich danke dir, dass du mir so fleißig geholfen hast. Sie nahm das Mädchen bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor ging auf und als das Mädchen darunter stand, fiel ein Goldregen herab. Alles Gold blieb an ihm hängen, so dass es über und über davon bedeckt war. Das ist für dich, weil du so fleißig warst, sagte Frau Holle und gab dem Mädchen die Spule, die in den Brunnen gefallen war. Da ging das Tor zu und das Mädchen war wieder zu Hause. Als es am Brunnen vorbeiging, saß dort der Hahn und rief: Kikiriki, unsere Goldmarie ist wieder hier. Die Mutter freute sich, als sie ihre Stieftochter mit dem vielen Gold sah. Das Mädchen erzählte ganz genau, was passiert war. Da wollte die Mutter, dass auch ihre hässliche und faule Tochter so viel Gold bekam. Darum schickte sie diese zum Brunnen. Sie sollte alles so machen, wie zuvor ihre Schwester. Geh auch zum Brunnen und mach alles so wie deine Schwester. Die faule Schwester wollte aber keine Wolle spinnen und stach sich selbst in die Hand. Dann warf sie die blutige Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Auch sie kam auf die schöne Blumenwiese und ging los. Als sie zum Ofen kam, schrie das Brot wieder: Ach bitte, hol mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin längst fertig gebacken. Die Faule aber antwortete: Ich habe keine Lust, mich schmutzig zu machen. Und sie ging einfach weiter. Als sie zum Apfelbaum kam, rief dieser: Ach bitte, schüttel mich. Meine Äpfel sind schon lange reif. Sie antwortete aber: Das mache ich nicht. Es könnte mir doch ein Apfel auf den Kopf fallen. Und sie ging weiter.
Schließlich kam das Mädchen zum Haus von Frau Holle und ging gleich hinein. Doch das Mädchen war faul, wollte nicht bei der Arbeit helfen und schüttelte kein einziges Mal die Betten so, dass die Federn flogen. Da schickte Frau Holle das Mädchen wieder nach Hause. Als sie zum Tor kamen, freute sich das Mädchen schon auf den Goldregen. Doch statt Gold fiel Pech auf das Mädchen herab. Das ist die Belohnung für deine Arbeit, sagte Frau Holle und machte das Tor zu. Und als das faule Mädchen nach Hause kam, rief der Hahn am Brunnen: Kikiriki, Kikiriki, unsere Pechmarie ist wieder hier. Und solange das Mädchen lebte, blieb das Pech an ihr hängen und ging nie wieder ab.